Ja, moin Leute, Christian Schieber wieder hier. Habe jetzt gestern 4 Spiele geschenkt gekriegt und habe mir was bestellt gehabt. So, kommen wir einfach zu den Sachen, die ich geschenkt gekriegt habe von einem früheren Freund, von meiner, also von mir und meiner Mutter. Also er hat eine Freundin, die mit meiner Mutter zusammengearbeitet hat. Früher, naja, und dadurch sind wir alle befreundet gewesen. Viele Sachen, ja, repariert, umgebaut, Umzüge gemacht und so, Spieleabende und so ein Pipapo. Naja, und dann eine PlayStation 2. Ja, die nutzt er nicht mehr, steht im Keller oder so, oder ist kaputt, keine Ahnung, aber er hatte noch 4 Spiele über. Wurde gekriegt, sind nicht alle im perfekten Zustand. Aber man könnte, kann sie noch spielen. Zum Beispiel dieses hier, Black. So wie ein Shooter-Game, habe ich vorher noch nie was von so richtig gehört. Nur, dass es wohl gut sein soll. Keine Ahnung, ne? Hier Rückseite. Wie man hier schon sieht, wenn ich das hier so in Licht halte, da sieht man das. Ein paar Beulen. Und so, ne? Anleitung ein bisschen zerknickt, aber ist dabei. Hier, da sieht man das. Und das Plastik ist nicht mehr so im perfekten Zustand. Ganz schön weiße Stellen. Naja, und das Spiel selber, DVD, ist sehr zerkratzt. Ich versuche das mal irgendwie in Licht zu halten, damit man ein bisschen sehen kann. Ja. Auf jeden Fall erhebliche Gebrauchsspuren. Viele kleine Kratzer, aber man könnte das irgendwie mal noch schleifen lassen oder so, wenn das nicht mehr ganz so gehen sollte. Aber es scheint nicht sehr tief zu sein. Naja, ausprobiert habe ich es noch nicht. Mache ich irgendwann mal. Hauptsache erstmal haben. So, dann machen wir mit dem hier weiter. Das ist eine Spieleserie, auch so Horror-Genre. Ne? Würde ich so sagen. Joa. Silent Hill 4, The Room. Habe ich noch nie gehabt. Wollte ich immer mal haben. Den ersten Teil hätte ich gerne mal wieder. Aber was soll's, ne? Also, das Black Spiel ist. Hab bei eBay übrigens nachgeguckt hier, bei dem hier. Zwischen 1 und 8 Euro geht das ungefähr weg. Sehr guten Zustand, ne? Und Silent Hill hier, 1 bis 20 war das, glaube ich. Zumindest gestern. Anleitung, gut und oben ein bisschen zerknickt, aber es geht. Hülle sieht besser aus. Zumindest von innen. Von außen auch eigentlich. So, das Spiel selber. Auch so. Ja. Ganz fein irgendwie was drauf. So. Minimal. Also kann ich absolut mit leben. Sehr guter Zustand. Das nächste ist Silent Hill Origins. Wo war das gerade? Da ist minimal was an Plastik. Kleiner Huckel. Rückseite, minimal zerkratzt. Da sieht man das ein bisschen, glaube ich. Das Spiel selber war eine Videothekenversion. Hier war so ein kleiner Plastikaufkleberring rum zu. Ist ja so ein bisschen Kleber drauf, aber habe ich abgekriegt. Besser als die von der Videothek, wo ich letztes Jahr, wo die dicht gemacht hatte. Spiele gekauft hat, auch Resident Evil und sowas war dabei. Da haben die CD zerbrochen. Ja, hier die Anleitung. Ist auch noch auf sehr guten Zustand. Spiel oben. Ne, das ist kein Dreck. Das ist. Oh, das ist doch Dreck. Ne, das ist draufgedruckt. Geil. Das Spiel selber, das ist ja minimal Gebrauchsspuren. Auf jeden Fall nicht so schlimm wie bei Black. Kann ich mit leben. Hülle selber, gut, hier ein kleiner weißer Punkt. Aber ich habe mein eigener nie gehabt, sowas. Kann mich nicht dran erinnern. Auf jeden Fall, dieses Spiel ging jetzt in den letzten Tagen zwischen 1 und 30,
1 Euro und 30 Euro weg. Also bei den verkauften Sachen. Das hatte ich nämlich gestern nachgeguckt. Und war überrascht, dass die so teuer, also weggehen. So, ja, angesprochen hatte ich gerade schon dieses Spiel. Diese Spieleserie. Und zwar Resident Evil. Und zwar dieses Mal den vierten Teil. Steelbook Edition. Geht auch so um die 20 Euro weg. Und ein bisschen, also von 1 Euro bis 20 Euro so. Ungefähr 20, kann auch 25 gewesen sein gestern. Auf jeden Fall habe ich das noch nicht. Das hat mich riesig gefreut. Ich habe nämlich noch kein Steelbook von der PlayStation 2 gehabt. Wenn ich das so sehe und gucken. Die Spiele stehen hier alle vor mir sozusagen. Nee, PS3 habe ich. Und Nintendo 3DS und Xbox 360, ja. Sonst nirgends. So, jedenfalls das Limited Edition steht ja hier. Die Anleitung auch. Nehmen wir das Heft raus. Soweit in Ordnung. Ja, so. So sieht das drin aus. Ist nichts Besonderes. So, vielleicht hört man meine Waschmaschine im Hintergrund. Die ist hier direkt unterm Wohnzimmer. So, die CD hat leider sehr viele Kratzer. Wahrscheinlich auch tiefere. Aber das Coole ist, hat mir das ja letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres, wo noch Flohmarkt war, die normale Version geholt. So, die Anleitung hier hat kein Limited Edition da oben natürlich. Aber die CD ist ein und dieselbe. Gut, hier. Auch ein paar Kratzer, aber minimaler. Ich mach das mal so. So. Den kann man es erkennen, ich weiß es nicht. Aber es funktioniert. So, Steelbook Edition. Vielleicht lasse ich auch die CD drin. Mal gucken, wie ich es mache. Aber ich bin ganz froh, das zu haben. Weil den Typen bin ich jetzt 2 oder 3 Jahre hinterhergelaufen. Der wollte mir die schon vor Jahren geben. Kam aber nie rüber. Gut, ich habe auch nie großartig mit ihm was zu tun gehabt. Ne? So eine andere Geschichte da gelaufen. Aber was soll's. Ja, kommen wir mal zu. Ja, ich hatte vor 2 Tagen oder 3 Tagen oder wann das da war. Kann auch letztes Wochenende gewesen sein oder Anfang der Woche. Ein Video von den guten Tequila gesehen. Der hatte da ein Super Nintendo aufgeschraubt und ja, die Unterseite, die war total vergilbt, die hat er dann gebleicht und dann nochmal irgendwie ein Super Nintendo Spiel. So, und da hat er Werkzeug vorgestellt. Ja, das habe ich mir bestellt. Ich habe es noch nicht ausgepackt, das ist heute angekommen, sollte eigentlich Montag kommen. Ja, wo ist mein Messer? Da ist ein Messer, Cuttermesser. Ja. Das habe ich bezahlt, 13,99 Amazon Prime. Das habe ich am 22. bestellt, heute angekommen, ging schnell. Habe übrigens diese Mund-Nasen-Schutzmasken mir bestellt bei Amazon, die kommen jetzt im Juni hier an. Kommen auch schnell. Ich hoffe, dass sie auch ankommen. So, das ist das gute Set für Nintendo. Ich hatte bis jetzt nur diese normalen 2 Schraubendreher, aber nicht diese anderen Special-Dinger. Diese 3er-Schraubendreher, wie die auch immer heißen, keine Ahnung. Muss man mein Messer hier benutzen. Das ist geil, hier so eine kleine Plastikbox, das ist richtig praktisch. Wenn ich das dann mal aufkriegen würde. Müssen wir greifen können. So, jetzt haben wir es. Gucken wir mal. Den Shit in den Sack. So. Was haben wir hier alles drin? Das ist ja richtig cool gemacht. Saugnäpfe. Hä? Geruchstest. Ja, riecht interessant. Na, Nintendo Anleitung. Aha.
und das zur Seite legen. Hier sieht man das. Das ist eine süße kleine Anleitung hier. So, sogar Pinsel mit bei. Sehr geil. Aber alles auf Englisch. War auch schon mal vor langer Zeit mal kurz davor, das zu bestellen, aber da war es irgendwie, glaube ich, noch teurer. Ja. Ja, so ein Tuch mit bei, wie so ein Brillenputztuch. Saugnäpfe. So, dann haben wir hier den Schraubendreher. Den hatte ich ja auch schon, aber größer und in blau. Und den größeren auch. Das sind die Griffe, die so riechen. So, dann Gitarrendinger. Für eine Gitarre, würde ich so sagen. Keine Ahnung, wozu man die braucht. Gucke ich gleich noch meine Anleitung nach. Ein Imbusschlüssel ist da mit bei. Mit Schraubenfunktion. Ne? Jetzt will er das nicht zeigen. Kamera. Mach. Da sieht man das. Dieses sternförmige. Auf der anderen Seite auch nochmal. Da sieht man's. Was ist da noch bei? Das sind coole Schraubendreher. Ganz kleine Schrauben. Und noch kleinere Schrauben. Der hier wackelt ein bisschen. Kann man da drehen. Ist bei dem anderen nicht, okay. Hier ist bei dem auch. Aber Hauptsache, die halten einige Zeit. Dann, yeah. Die wollte ich nämlich auch schon immer haben. Und so andere sternförmige Dinger. Mach. Und dann haben wir den hier. Der ist noch kleiner. Ist ja geil. So, was haben wir denn hier? Ah ja, zum Anheben wohl. Zum Dazwischenkommen in den Ritzen. Um die Spiele auseinander zu hebeln oder so. Oder Konsole. Ein Pinsel. Handelsüblicher. Und da ist ein Schraubendreher abgeschützt. Und eine Pinzette. Aber da habe ich schon mehrere von meinem Onkel geerbt. Aber naja, macht ja nichts. Kann man immer gebrauchen. Na? Jetzt den ganzen Kram hier wieder reintüdeln. So. Zack. Aber geiles Werkzeugset. So. Zack. Saugäpfel rein. Das ist auch zum Anheben wohl. Aber dass die Gitarrendinger dabei sind, ist echt lustig hier. Ups, wieder was auch noch gefallen. So. Imbusschlüssel rein. Tuch drauf. So, gucken wir nochmal rein. Wozu denn diese Dinger da sind? Aha. Oh, was vom Keyboard steht da. Die Cups, okay. Ah, und das, wo um Gameboy oder Gameboy Advanced, um den Screen anzuheben. Und so weiter. Ja, also. Da steht das so, ne? Aber egal. Wie der Typ da sagt, der eine. Wie der Spinner, der nicht richtig singen kann. Aber das ist natürlich Geschmackssache. So, wie gesagt, 13,99 bei Amazon gerade. Bin hochzufrieden. Also, so viele Teile für den Preis. Und so schnell da. Ist doch geil. Wenn man denkt, dass ich das hier alles umsonst gekriegt habe. Und das 13,99 Euro. Ist doch eine coole Woche. Ja. Ja, Leute, weiß nicht, ob ich dann das hinkriege. Ich guck mal eben, das zu verlinken oder dran denke nachher. Ich schau mal eben. Tequila, mal gucken. Tequila.
Gut. Da ist es doch. Genau. Ach, vor 2 Tagen war das. Vor 2 Tagen? Kann nicht sein. Mal gucken. Instagram. Werkzeugset, da ist es doch. Vor 2 Tagen? Welchen Tag haben wir heute? 26. ne? Ne, 25. 22. bestellt? Irgendwie stimmt die Zeitrechnung nicht. Ach so, vor 2 Tagen 3227 Aufrufe. Ah, jetzt versteh's. Genau, das ist am 22. veröffentlicht. Da seht ihr das. Wenn das denn geht. Ne, das ist das Video von ihm. So. Der gute heißt Tequila 86. Da. Ne? Wenn ihr auf seinen Kanal geht und dann auf dieses am 22.02. Da seht ihr das. Da hat er auch einen Link zu dem Werkzeugset. Bestellt euch das und guckt seine Videos. Der macht super Videos. Habe ihn auch persönlich schon kennengelernt in Düsseldorf letztes Jahr und seine Frau. Sehr sympathische Leute. Der macht auch sehr gute Flohmarkt-Videos. Gut, im Moment sind natürlich keine, aber wollen wir hoffen, dass er bald wieder weitergeht damit. Ja, auf jeden Fall, die Flohmarkt-Videos sind sehr sehenswert, muss ich echt sagen. Ja, dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Schönes Wochenende noch. Gut, das wird jetzt heute Abend dann rauskommen, so vor irgendwann. Also heute, wie gesagt, der 25.04.2020. Hätte fast gesagt 2016. Oh Mann. Voll stehen geblieben, der Typ. Aber naja, egal. Ich bin raus. Euer Kissenschieber. Bis demnächst. Und lasst ein Abo da. Und liked es, hyped es und Kommentare sind willkommen. Bye, bye.